Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute gibt es mal wieder einen richtig schönen Kuschelschal. Super dick, 100% Wolle und auch mit der 12er-Nadel gehäkelt. Also relativ schnell fertig. Ihr seht, sehr, sehr große Maschen, schönes grobes Maschenbild, aber auch sehr dicht. Also da geht nichts durch. Wird doppelt am Hals getragen, also ein Doppelloop. Und ja, wie ich ihn genau gehäkelt habe, zeige ich euch jetzt. So ihr Lieben, los geht's mit einem super dicken Knäuel hier. Das hat die Stärke 12 und ich häkel es auch mit meiner 12er Nadel. Die Farbe ist Magic Mint, 200 Gramm, 80 Meter. Ich nehme einmal die Banderole raus und schaue dann einmal, wo denn der Anfang sich versteckt. Ich häkel das Ganze auch wieder von innen nach außen. Und hier habe ich auch den äußeren Anfang bzw. dann mein Ende. Das verstecke ich hier an der Seite wieder so ein bisschen. Und los geht's erstmal mit einer Luftmaschenkette. Und zwar werde ich sowohl zählen als auch messen. Ich möchte für meinen Schal so ungefähr 120, 130 cm an Länge haben. Und dafür brauche ich zusätzlich noch eine gerade Anzahl an Maschen. Deswegen fange ich erstmal an zu häkeln, messe das Ganze dann und schaue dann natürlich auch noch, dass die Anzahl anschließend gerade ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ich habe jetzt schon mal 60 Luftmaschen gehäkelt und messe jetzt einmal durch. So, das sind ungefähr 94 cm, also kommen noch ein paar dazu. Und mit 80 Luftmaschen habe ich jetzt die Länge, die ich haben wollte, ungefähr 130 cm. Und ich lege es jetzt einmal ohne Verdrehungen hin. Das heißt, dieser kleine V-Verlauf hier, die Oberseite der Maschen liegt immer oben. Und dann steche ich hier wieder in die erste Masche ein. Ziehe hier ein bisschen an. Und habe das Ganze jetzt mit einer Kettmasche zu einem Ring verbunden. So, und weiter geht's mit zwei Luftmaschen. Einen für die Höhe, einen schon als Einstichstelle für die nächste Runde. Und dann lasse ich hier die nächste Masche aus und häkel in die übernächste eine feste Masche. Dann eine Luftmasche. Die nächste Masche wieder auslassen und wieder eine feste Masche häkeln. Wieder eine Luftmasche, die nächste auslassen und wieder eine feste Masche. Und das häkel ich jetzt einmal komplett in der Runde. Immer eine feste Masche, ups, immer eine feste Masche, dann eine Luftmasche, unten eine auslassen. Und wieder eine feste Masche. Eine auslassen und wieder eine feste Masche. Dann immer direkt eine Luftmasche und eine auslassen und wieder eine feste Masche. So ihr Lieben, ich habe das jetzt einmal in der Runde gehäkelt. Seht ihr hier hinten einmal liegen. Den kompletten Verlauf. Und ich komme hier jetzt wieder an. Hier unten lasse ich wieder eine aus. Hier oben habe ich eine Luftmasche genommen und hier habe ich jetzt die Einstichstelle. Das sind diese beiden Luftmaschen, wo ich einen für die Höhe genommen habe und schon einen als Einstichstelle. Und dort häkel ich jetzt auch direkt ein halbes Stäbchen, kein halbes Stäbchen, eine feste Masche natürlich hinein und starte so direkt ohne weiteren Übergang in die zweite Runde. Ich häkel das jetzt einfach in Spiralrunden weiter, also ohne groß tatsächlich Vorbereitungen zu machen, um in die nächste Runde zu starten. Das heißt, ich kann theoretisch auch eigentlich überall aufhören, wenn meine Wolle einfach zu Ende ist. Das ist bei so kurzen Knäueln immer ganz praktisch. Also man sieht dann keinen großen Versatz oder so. Es wird einfach immer im Muster weitergehäkelt. Und hier habe ich jetzt die feste Masche, die Luftmasche. Die Luftmasche überbrückt hier unten die feste Masche. Und hier habe ich die nächste Luftmasche, meine nächste Einstichstelle. Einfach drunter herstechen, feste Masche häkeln, nächste Luftmasche. Und dann die nächste feste Masche,
nächste Luftmasche, hier die nächste Einstichstelle, wieder eine feste Masche häkeln, ein bisschen Wolle nachholen natürlich, eine Luftmasche, wieder um die nächste Luftmasche herum, eine feste Masche, eine Luftmasche und die nächste feste Masche um die Luftmasche der Vorrunde herum. Hier seht ihr jetzt schon, wie sich das Muster so weiterentwickelt. Und ich würde sagen, ich häkel das jetzt nochmal eine Runde, zeige euch das Ganze dann nochmal und dann häkel ich das so weiter über das gesamte Knäuel. Und hier bin ich jetzt auch schon am Übergang zur dritten Runde. Also den Übergang, den Anfang erkennt ihr natürlich immer, wo der Faden raushängt. Da fängt dann tatsächlich die neue Reihe bzw. Runde an. Ich nehme wieder eine Luftmasche hier zur Überbrückung, steche hier drumherum und häkel dann schon in meiner dritten Runde einfach Luftmaschen und feste Maschen immer im Wechsel. Und ihr seht, durch die dicke Wolle habe ich wirklich schon einiges an Höhe gewonnen. Ich messe euch das mal kurz durch. Also das sind hier schon mal schön 7, fast 8 cm an Höhe. Und ich habe auch noch einiges an Wolle vor mir. So ihr Lieben, ihr seht, mein Schal ist noch einiges in die Höhe gewachsen. Ich messe ihn auch noch einmal durch. Sind ungefähr 13 cm von der Höhe her. Wirklich eine sehr, sehr schöne, dichte, kuschelige Struktur, wenn ihr so von der Seite guckt. Hat auch ein ganz schönes Volumen. Und ich bin hier jetzt wirklich am Ende angekommen und ziehe jetzt den Faden hier einmal raus und mache hier jetzt noch einen kleinen Übergang. Das ist ein ganz guter Trick. Dafür nehme ich jetzt einfach hier meine Nadel, gehe in die nächste Masche hinein. Den Faden einmal durch und gehe dann in die Masche davor wieder zurück, aus der ich gerade gekommen bin. Und dadurch bekomme ich hier eben so einen schönen glatten V-Verlauf. Also ihr seht hier einfach das Maschenbild und wenn man wirklich so von oben drauf guckt, sieht man wirklich überhaupt keinen Unterschied. Der Faden wird hier jetzt natürlich noch vernäht. Hier habe ich den Anfangsfaden, da den Endfaden, also wieder mal nur zwei Fäden zum Vernähen, super praktisch und wirklich ein richtig schöner, kuscheliger Winterschal, super, super warm, wie gesagt 100% Wolle, also da geht nichts durch und euch wird nicht kalt im Winter und ich hoffe, das Ganze hat euch wieder gefallen und Spaß gemacht, wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen, vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren, dann verpasst in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Tschüss!